ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei der Gürtelrose. Und es werden Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen, in dem Fall sind es Wirkstoffe, in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Es sind zwei und ich bin angekommen beim ersten Wirkstoff, Acyclovir in Klammern innerlich. Acyclovir wirkt nicht selbst gegen die Viren, die eine Gürtelrose verursachen. Vielmehr muss es zunächst von einem Eiweißstoff, in Klammern Enzym des Virus, und dann noch einmal von einem Enzym der befallenen Zelle in die wirksame Form umgewandelt werden. Heißt für mich so viel, es dauert im Moment, bis das anfängt zu wirken. Das Ganze ist geeignet, also grün. Acyclovir-Tabletten 400 Milligramm, 800 Milligramm, geeignet zur Behandlung von Gürtelrose. Und jetzt kommt noch ein erläuternder Text. Acyclovir zum Einnehmen kann bei Gürtelrose die Krankheitsdauer verkürzen und mögliche Nebenwirkungen dieser Erkrankung wie quälende Nervenschmerzen abmildern oder sogar verhindern. Wichtig zu wissen. Für eine erfolgreiche Behandlung Für eine erfolgreiche Behandlung müssen die Arzneimittel möglichst ab dem ersten Tag eingesetzt und ausreichend hochdosiert werden, meist 5 Tage lang. Bei einer Behandlung mit Acyclovir-Tabletten sollten Sie viel trinken. Das trägt dazu bei, einer Nierenfunktionsstörung vorzubeugen. Wenn Ihre Nierenfunktion bereits deutlich eingeschränkt ist, dürfen Sie Acyclovir-Tabletten nur nach eingehender Abwägung von Nutzen und Risiken einnehmen. Nach Einnahme von Acyclovir-Tabletten können Unwohlsein, Magen-Darm-Störungen mit Übelkeit, Durchfall, Unterbrechen oder auch Kopfschmerzen auftreten. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Magen-Darm-Störungen länger als 3 Tage anhalten oder falls Sie auffällig viel oder wenig Urin ausscheiden oder nachts häufig zur Toilette müssen. Arzneimittel mit Acyclovir können Verwirrtheit, Erregungszustände, Schwindel, verlangsamte Reaktionen oder Depressionen auslösen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn solche unerwünschten Wirkungen auftreten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Arznei kann auch an Kinder verabreicht werden, bei unter 2-Jährigen nur in reduzierter Dosierung. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Bisher wurde nach der Einnahme von Acyclovir-Tabletten keine negativen Einflüsse auf das Ungeborene oder den Säugling beobachtet. Bisher wurden nach der Einnahme von Acyclovir-Tabletten keine negativen Einflüsse auf das Ungeborene oder den Säugling beobachtet. Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten. Der Arzt sollte Nutzen und Risiken sorgfältig abwägen. Rivudin innerlich ist das nächste Medikament. Tschüss.